Ja, hallo meine Freunde und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Steampunk, die 20. Ja, die 20. Folge mittlerweile. Und es gibt noch so viel zu tun. Ihr wisst es, ich weiß es. Wer neu ist, wird es wissen lernen. aber darum geht es ja jetzt hier gar nicht. Ich hatte versprochen, in meiner vorletzten Folge, der 18, dass es endlich losgeht mit ein wenig Airbrushen. Das möchte ich natürlich in dieser Folge hier nachholen. Die Hinweise, die wichtigsten Hinweise sind oben immer eingeblendet. Ihr werdet es wissen oder auch nicht. Und wenn, dann sieht man es auch. Ansonsten wäre ich ein paar Worte immer zu verlieren. Ich hatte hier schon leicht, naja, was heißt leicht angefangen, indem manche Schornsteine schon einen klitzekleinen grauen Schleier bekommen hatten dahinter. Ich sag's mal ganz einfach so, weil ich wollte erstmal nur gucken, im Grunde genommen, welche Farbe wähle ich, was will ich machen. Es soll ja irgendwo doch ein bisschen stimmig sein. Vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen, dass es schwer ist, anzufangen mit Airbrush. Nicht anzufangen mit Airbrush, sondern anzufangen bei so einer Anlage hinten plötzlich die Rückwand zu bepinseln oder zu besprühen. Ich will aber ganz kurz auf das Thema gleich zurückkommen. Ich gehe mal hier auf diesen Mattepad. Das andere Thema schneidet man gleich wieder an. Hier hatte ich die Idee, das heißt die Idee hatte ich schon länger, aus solchen kleinen Wattefetzen Rauch zu machen. Jetzt nicht die ganze Wolke, das wäre wahrscheinlich nicht schön gewesen, das wäre vielleicht einfach zu viel des Guten gewesen, sondern nur diesen Bereich, der irgendwo direkt am Schornstein ist. Ich habe mir das mal in Natura angeguckt, das ist eigentlich dieser kräftigste Bereich bei Schornstein, wo das so rausquillt, wenn man das mal so sieht. Ich habe meine Kindheit nicht in einem großen Werk oder neben großen Werk, aber wir hatten es unmittelbarer Nähe, das heißt unmittelbarer Nähe, sage ich jetzt mal 20 Kilometer. Aber als Kind oder als Jugendlicher oder als Stift, wie man so schön sagte bei uns, war ich öfter mit dem Fahrrad unterwegs und da habe ich mir das angeguckt und da habe ich das gesehen, dass natürlich immer am Schornstein an der Stelle, da war das Dickste, das war richtig wulstig, das sah aus und das habe ich versucht, gedanklich einzufangen und hier irgendwo wiederzuspiegeln. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder auf die Grenzen gestoßen, die uns die Spur Z beschert, dass man versuchen muss, alles im kleinsten Maßstab irgendwo noch, naja, glaubwürdig hinzubekommen. Es ist wirklich schwer, also da brauche ich euch nichts sagen. Ich sag mal, wer Modellbau betreibt, ich habe es selber schon gemacht im Format 1:35 oder wie auch immer, da kannst du ins Detail reingehen. Bringe ich vielleicht auch mal ein paar Videos zu, mal gucken. Da kannst du ins Detail reingehen, da kannst du dich verlieren im Detail. Das geht nicht bei Spur Z. Hier kann man natürlich auch sich im Detail verlieren, aber man verliert auch schnell, wenn man sich hier in Details verliert. Und da wären wir beim eigentlichen Thema wieder, dass ich im Grunde genommen das nur so zeigen will und kann, was jetzt hier die technischen Möglichkeiten sind. Auch mit dem, man hat ja die Anlage im Grunde genommen, ihr wisst ja selber, jetzt 18 Folgen lang schon irgendwo davor aufgebaut. Das steht alles, die Gleise sind verlegt, verleimt, verlötet. Da sind die Redkontakte oder Readkontakte drin. Da ist alles soweit fertig da oben. Das Licht liegt dahinter, die Kabel liegen, die Weichenantriebe aus der Folge 19. Wer es nicht gesehen hat, gleich mal im Anschluss angucken, wo ich diese verlängerten Unterflurantriebe gelegt habe, nach hinten weg. Das ist ja alles schon da. Und wenn ich jetzt hier bei dieser Geschichte einen Fehler mache, das heißt dann da zum Schluss, ach du grüne Neune, wie sieht das denn aus? Was hast du denn da fabriziert? Das kann passieren, das denkt vielleicht auch ein oder anderer. Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Manche sagt, ja, das sieht nett aus. Andere sagen, um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? Ich habe versucht, mein Steampunk hier irgendwo einzufangen, anzufangen vor allem damit. Das soll ja eine Anlage werden, die, wie der Name schon sagt, ja in dieses Steampunk-Zeitalter eingerückt sein soll. Mit Fabriken, mit Dreck, mit Dampf, mit was weiß ich nicht alles. Wie gesagt, selbst die Loks sollen ja später alle noch
modelliert bzw. umgespritzt werden und umverändert werden, damit eben alles irgendwo stimmig wird. Aber das ist Zeit. Das brauche ich keinem von euch zu sagen. Die meisten haben ja selber Anlagen oder sind auch beim Bauen oder wie auch immer oder interessieren sich nur dafür. Und denen könnte ich nur sagen, es dauert alles seine Zeit. Es ist alles nicht hier in Razzifazzi schnell erledigt, sondern man hat hier eben wirklich, wirklich viel zu tun, um das hier alles irgendwo ja, versuchen, stimmig hinzukriegen. Man kann sich wahnsinnig beim Modellbau im Detail verlieren. Ich erlebe es immer wieder selber. Dann hast du hier eine Idee, dann hast du da eine Idee. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe, nachdem das Video beendet wurde, also die Aufnahmen beendet wurden, habe ich auch noch an dieser Rückwand Kleinigkeiten gemacht. Man wird es später vielleicht sehen in anderen Videos. Ich war mit einem oder anderen Detail noch nicht 100% zufrieden. 100% gibt es bei mir sowieso nicht. Aber ich habe noch ein paar Klitzekleinigkeiten verändert. Ich habe auch mit dem Airbrush noch ein paar Schäden an der Tapete hinten behoben, was ich glaube, einer der ersten Videos mal erzählt hatte, wo ich da ein bisschen Pech hatte beim Schieben. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Wer weiß, wo es ist, der sieht's. Wer es nicht weiß, der wird es wahrscheinlich auch irgendwann sehen oder auch nicht. Ist mir auch egal. Ich habe es jedenfalls ganz gut kaschieren können. Später folgt noch die Decke oben drüber. Die werde ich dann mit einem Grau irgendwo besprühen, dann also die reine Anlagendecke, die hat ja eine Beleuchtung. Ganz hinten an den Videos nachher wird man, am Ende des Videos wird man sehen, noch die Anlage so ganz bisschen so nach oben hin. Da sieht man so ungefähr 2/3 der Anlage. Und naja, gut, da kann man mal schauen. Ich kann ja auch mal noch mal eine Totale machen, wenn es gewünscht ist. Und ja, mal sehen. Ja, hier habe ich jetzt angefangen. Ich habe es aber auch geschrieben. Die Hintergrund, also die Fabrikgebäude ein bisschen mit Farbe Tiefe zu verleihen. Das heißt, alles, was so weiter hinten ist, ein bisschen dunkler reingemacht, was weiter vorne ist, hell gelassen. Die Schornsteine hatte ich ja schon versucht, ein bisschen zu besprühen. Die haben auch Farbe von mir nachher noch bekommen mit dem Pinsel und so ein bisschen reinlaufen lassen. Und ich sag mal, auch alles, was so an oberhalb der Fabrik rangesprüht wurde, ist jetzt kein Zufall, das ist tatsächlich Absicht, weil die ganze Fabrik soll ja irgendwo einen gewissen ja, Dreck ausstoßen, nicht bloß die Schornsteine. Ich kann mir vorstellen, das ist auch noch nicht zu Ende mit dem, was ich hier gemacht habe. Ich habe noch ein paar Ideen. Ich will zum Beispiel die Schornsteine einzeln alle noch mal 2-3 Mal ausdrucken und dann übereinander kleben, sodass die noch plastischer werden. Das heißt, die Schornsteine, die weiter nach vorne kommen, die bekommen noch 2-3 draufgeklebt. Die weiter hinten stehen, die bleiben so platt, sodass alles noch plastischer irgendwo auf diesen minimalistischen Hintergrund gemacht werden kann. Hier sieht man es jetzt noch mal im Detail. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich nachher noch verändert, die mich nicht gestört haben, das kann man nicht sagen, aber wo ich einfach sage, komm, hier muss ich noch mal ran, noch ein bisschen was gemacht, aber im Großen und Ganzen ist es genauso geblieben, wie es jetzt hier ist. Hier sieht man es ganz oben ein bisschen die Decke, das wird eventuell, oh Gott, jetzt hat mir das Wort gefehlt, eventuell mit Stoff bespannt oder es wird weiß gespritzt oder hellgrau gespritzt, das muss ich mal sehen, das hat aber auch noch Zeit, aber ich werde es machen, bevor ich großartig jetzt mit den Gleisen da unten anfange. Ich will mal schauen, ich habe jetzt noch ein Video fertig gemacht, da ging es noch mal um 2 Loks, um den Digitalumbau, um den Motorwechsel zum 5-Poler und so weiter, das wird vielleicht nächste Woche kommen. Danach geht es mit den Gleisealtern weiter in dem oberen Bereich, dass ich endlich mit dem Bahnhof auf der Abnehmplatte anfangen kann. Das ist aber ein schöner Fahrspaß nochmal zum Schluss. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn du noch kein Abonnent bist, komm, klick mal drauf, würde ich mich freuen. Und ansonsten über eine positive Bewertung freue ich mich natürlich auch immer. Ich sag erstmal, mach schön gut, dein Aquapainter aka Oli. Bis nächste Woche oder so. Tschüssi!